Am Samstag fand in der inneren Plauenschen Straße in Zwickau eine Straßenauktion statt. Ansässige Händler stellten ein Produkt ihres Geschäftes zur Verfügung, welches dann versteigert wurde. Das gesammelte Geld soll Kindern in der Ukraine zugutekommen. Am heutigen Samstag gab es eine ganz tolle Aktion in Zwickaus Innenstadt und jetzt haben wir was zu verkünden. Ja, also ich würde mal das Wort an den Initiator übergeben. Genau, mein Name ist Daniel Penzel, ich komme von der Firma Safety Net Family. Wir haben heute die Straßenauktion für das Weißen Haus in Odessa gehabt bei uns in der Innenstadt, wo sich die ganzen Innenstadthändler beteiligt haben. Und in dem Sinne ist eine Summe zusammengekommen, was die Bürger Zwickaus ersteigert haben. Und wir wollen symbolisch der Bürgermeisterin die 1.500 Euro überreichen und wissen, dass das Geld auch gut und sicher dort in Odessa ankommt. Dann herzlichen Dankeschön. Gern. Also toll, dass es die Aktion eben gibt und wieder ein Beleg dafür, wie groß die Solidarität nach wie vor ist, um eben der Ukraine und den Bewohnern zu helfen.